Yo, Manfred Langarm. Yo! Mein Charakter ist unsichtbar. Schön. Oh, Entschuldigung. Oh, es tut mir so leid, ich musste niesen. Wird schon passen so, der Manfred. Ich war 3 Tage im Europapark. Deswegen 3 Tage lang wieder kein Upload. Hahaha, wer hat's gedacht? Wer hat nicht vorproduziert? Ich. Warum? Weil's nicht geht? Oh, geil. Ich kann hier unendlich lang schlagen. Das wird mit sehr viel Spaß verbunden sein. So, Abfahrt. Oh nein. Okay, auf zum Würfelpark. Eine englische City mit, beziehungsweise einem... warte mal. Junge, ich kann nicht reden. Eine amerikanische Stadt mit deutschen Schildern. So, jetzt habe ich es aber auch gepackt. Da ist alles zusammengeschustert, Junge. Die Sachen fallen von alleine auseinander. Ich muss nicht mal was machen. Die Dinger brechen einfach zusammen. Servus, hallo. Digga. Sie erfasst einen Radfahrer und fährt einfach weiter. Wegen dieses Unfalls mit Fahrerflucht steht eine US-Lokalpolitikerin jetzt massiv in der Kritik. Alles in Ordnung bei Ihnen? Nee, gar nicht. Wir brauchen Krankenwagen, bitte. Ruft er jetzt echt einen Krankenwagen? Warum rennen sie dann noch, wenn es ihnen jetzt nicht gut geht? Ich kann nicht mehr laufen. Krankenwagen, bitte. Bitte, Krankenwagen. Bitte. Ist der Medic? Was macht er da? Da holt mir einen runter. Ich wollte jetzt nicht sexuell belästigt werden. Warum? Hören Sie bitte auf. Hören Sie bitte auf, mich zu betatschen. Schmieriger Lump, du. Wahrscheinlich genauso schmierig wie Ihre Freundin. Ich bin kurz oben. Wie bitte? Wo sind Sie? Hallo? Oh nein, er wird mich melden. Hey, hör auf damit, Junge. Ich dachte, du bist oben. Hör mal auf. Digga, ich kann nicht unendlich schlagen. Man fällt auf die Fresse. Junge, imagine, du bist bewusstlos und bleibst 37 Minuten auf dem Boden liegen. Das kann man doch seinen Spielern nicht antun. Das ist ja schrecklich. Oh mein Gott, er hat wirklich einen Krankenwagen gerufen. Der hat wirklich Krankenwagen gerufen. Aber warum sagt er erst kurz oben? Ist hier jemand? Ja, der liegt hier am Boden. Sie sind gerade rübergefahren. Das ist ein Kind. Das ist gar nicht gut. Was ist denn hier passiert? Haben Sie jemanden umgefahren? Nein, der lag hier. Deswegen habe ich angehalten wegen Erste Hilfe und so. Ist ja Pflicht. Ja, ja. Das sind ja alles Kinder. Oh, können Sie mich mitnehmen bitte ins Krankenhaus? Der Typ kommt ins Krankenhaus. Vom Baum aus. Wer ist Baum? Wer ist Baum? Wer ist denn Baum? Ja, das... Egal. Hä, wer ist denn Baum? Wer ist Baum? Ich möchte doch nicht mehr mitfahren. Ich möchte doch nicht mehr mitfahren. Mir geht's schon wieder viel besser. Nein, Sie müssen mit jetzt. Mir geht's schon wieder viel besser. Danke. Nein, nein. Doch, doch, mir geht's schon wieder viel besser. Vielen Dank für die Hilfe. Nein, Ihnen geht's nicht besser. Doch, doch, Sie haben mich gut verarztet. Doch, doch, Sie haben mich gut verarztet. Wirklich, wirklich. Oh, darf er mich einfach treten? Ist das normal? Wenn Sie selber fragen, anscheinend ja. Finde ich jetzt nicht so lieb. Ja, nein! Ich find's auch nicht so lieb, wenn sie einfach hier abkommen, wenn sie ins Krankenhaus müssen. Ich möchte nicht getragen werden. Lassen Sie mich bitte in Ruhe, ja? Ich möchte nicht getragen werden. Nein. So, ich fahr jetzt einfach hier mit. Reicht jetzt. Kannst deinen Baum grüßen, ne? Grüß den Baum. Grüß einfach den Baum. Grüß den Baum. Ja, grüß den Baum. Grüß den Baum. Ja, grüß den Baum. Sie können den wieder haben. Ich brauche den gar nicht. Wollen Sie mir jetzt verraten, wer der Baum ist? Oder kann ich Ihnen irgendwie helfen, aus der Wand zu kommen? Der Baum ist ein Notarzt, ja? Also... Ah, ein Notarzt. Und warum hat er dann gesagt, er geht jetzt nach oben? Will der denn Himmel oder warum hat er das gesagt? Ja, anscheinend schon. Ich mache jetzt eine Notfallwiederbelebung. Um Gottes Willen, nein, machen Sie das nicht. Der Mann ist schwergefährlich. Das ist ein Verbrecher. Der redet irgendeine verbotene, kryptische Sprache mit mir und sagt was von einem Baum. Ich will das gar nicht. Ah, ist ja ekelhaft. Junge, wie kannst du nur so hart Fail erpähen, ne? Und dann noch denken, du machst alles richtig. Dieser Kerl, gell, ich wette 1000 Euro, Junge, der spielt seit Anfang an dieses Servers mit hierbei, lutscht sich irgendwo bei irgendwelchen Teamlern durch und er denkt, er macht, oh Gott, die verfolgen mich ja immer noch, und er denkt, er macht alles richtig, fail-RPt aber selber übelst rein. Also, heftig, sehr heftig. Ach ja, das Fort. Welch ein wunderbarer Ort, um Leute zu überfahren, so zu tun, als würde man dort arbeiten, obwohl man dort gar nicht arbeitet, irgendwelche Rentner zu kidnappen, die dann sofort losschreien. Ach, Herr Kollege? Wer ist das? Oder natürlich, um die beste aller Freizeitaktivitäten ausführen zu können. Richtig, Panzerfahren! World of Tanks ist auf allen Konsolen und PC verfügbar, lässt sich natürlich am besten mit Freunden und in Teams spielen. Und das Allerwichtigste daran, es ist komplett kostenlos. Es spielt hierbei auch keine Rolle, ob du nur nach kurzen, actiongeladenen Runden suchst oder nach Eroberungsrunden, die teilweise auch eine ganze Nacht lang dauern können. Wobei du auch gegen Spieler aus der ganzen Welt spielen kannst. Ich weiß, ich habe es schon oft gesagt, aber falls ihr mich unterstützen wollt und mir einen großen Gefallen tun möchtet, dann wäre es auf jeden Fall super cool, wenn ihr das Ganze mal austesten könntet. Am besten auch noch über meinen Promo-Link, der unten ganz oben in der Videobeschreibung steht. Denn nur dann erhaltet ihr folgendes Einsteigerpaket. Den britischen Premium-Schwerpanzer Cromwell B, 250.000 Credits, 7 Tage World
World of Tanks Premium Zugang und einen 3-Tage-Mietpanzer für jeweils 10 Schlachten. Also einen von denen hier, die könnt ihr euch dann aussuchen. Wäre also cool, wenn ihr Bock habt, müsst ihr nicht, aber wenn ihr Bock habt, müsst ihr aber nicht, aber wenn ihr Bock habt, mich zu unterstützen, dann klickt einfach auf den Link, gebt dem Game eine Chance und ansonsten viel Spaß noch mit dem Video. Polizei, oha, Freund und Helfer, Retter in der Not, vielleicht können die mir helfen. Ich würde gerne eine Anzeige schreiben. Gegen? Na, so ein Herrn am Park. Der hat mich gerade eben verprügelt. Verprügelt? Ja, was einfach denn? So. Dann, ich würde da mal gerne Ihren Ausweis sehen. Dann kann ich ihn ja gerne geben, aber kann sein, dass ich den verloren habe. Das Komische ist auch, der Typ, der hat irgendwie so komisch geredet. Ich glaube, der stand unter Drogen. Der hat die ganze Zeit... Oh, sorry. Oh. Er hat die ganze Zeit geredet von wegen, er würde irgendwie nach oben gehen, in den Himmel und so. Was haben Sie denn gemacht? Ja, gar nichts. Das ist es ja. Ich habe mich mit ihm unterhalten. Also, dann geht er. Das ist er. Das ist er. Genau der. Genau der. Das ist er. Das ist er. Der hat auch ein Messer dabei. Passen Sie auf. Der hat ein Messer dabei. Der hat ein Messer dabei. Passen Sie auf. Ja, mein Messer dabei. Der sticht. Passen Sie auf. Mich hat er auch angestochen. Oh, ich habe mein fliegendes Tablet gesehen. Weg, drücken Sie mal bitte den fünften Finger. Ja, selbstverständlich. Hier ist ja Ihren Ausweis. Ja, selbstverständlich. Also, ich habe ihn tatsächlich verloren, mein Ausweis. Ich kann mal gucken. Ich guck mal in Ihre Brieftasche, okay? Oh Gott. Oh Gott, hauen Sie ab. Gehen Sie weg. Digga, das war so klar, ne? Hä, aber warte mal, hä? Ich wurde gebannt für Cheating. Warum wurde ich gebannt für Cheating? Warte, hat der Rentner ein Mod-Menü und wollte nur nah an mich rangehen, damit er mir eine geblacklistete Waffe ins Inventar legen kann? Nein, das glaube ich nicht, Das wäre ja schrecklich. Willkommen Support, wie kann man dir helfen? Ja, hallo, ich wurde gerade gebannt für Cheating. Anti-Cheat? Ja, Five Guard. Da ist gerade keiner leider da, der dich bannen kann, aber wir können es nicht. Ja, und warum wurde ich jetzt gebannt? Anti-Cheat, keine Ahnung, weiß nicht. Fiveguard.net. Ja, das geht ja nicht, irgendjemand muss mich ja jetzt schon entbannen können. Ja, wenn aber kein Teamleiter da ist, der dich entbannen kann, wir können es nicht. Doch klar, der Flo ist doch da. Ja, aber nicht IC. Und der ist schwimmen mit seinen Freunden. Der hat sich für heute abgemeldet. So wie Jeffrey ist auch nicht da, der dich entbannen kann. Falk ist auch nicht da, der ist AFK, also auch im Kopf. Also ein bisschen draußen, was mit seiner Familie machen, bauen. Aber ich verstehe nicht, wieso ich gebannt wurde von Five Guard. Oh, ist gerade leider keiner da, um dich zu entbannen. Oh, Mist. Ach du Scheiße. Ja, aber wir haben tatsächlich damals sowas in der Art gemacht mit Funlife Roleplay. Falls ihr euch erinnert, der Server, der war danach Geschichte, tot. Ja, und jetzt gibt es tatsächlich einen weiteren Server, der anscheinend Leute einfach so bannt. Und das dann auch irgendwie mit Five Guard Anti-Cheat als Hintergrund, um so zu tun als, ja, ist gerade leider keiner da, der dich entbannen kann. Sorry. Bremen VRP, meine Freunde, ja? Falls ihr Bock habt, ist ein Server, hat keine Whitelist. Man kann einfach drauf. Man kann Leute verprügeln anscheinend, einfach so. Man bleibt zwar 40 Minuten am Boden liegen, aber scheint ein richtig guter Server zu sein. Also falls irgendjemand Bock hat, da zu spielen, ne, dann könnt ihr das natürlich tun. Und ich bitte euch, euch zu benehmen und nichts Verbotenes oder Illegales zu tun. Ich habe einfach 20 Minuten meiner Lebenszeit verschwendet, nur um dann von einem sogenannten Anti-Cheat gebannt zu werden. Gott, wie schlecht. Fertig. Oh Mann. Und lass mich raten, es ist keiner am Check-in. Oder doch? Kann ich einfach durch? Oha. Oh. Das sieht nicht gut aus. Verpiss dich! Oder willst du eine Kugel bekommen? Ich kann hier nicht raus. Es ist zu. Ah, die machen gerade RP-Einreise, ja? die RP-Einreise, wo plötzlich ein bewaffneter, maskierter Mann hinter dir am Flughafen auftaucht und einfach so tut, als würde er dich überfallen. Hey, ich bin damals in New York geboren und will jetzt hier nach Los Angeles quasi einreisen, weil ich will ein neues Leben anfangen. Meine Mutter und mein Vater, beide gestorben damals vor 5 Jahren, und jetzt will ich hier Los Angeles mein Leben neu aufbauen, Business machen, Geld machen und komplett neu starten. Armando, ich sag dir eine Sache, die Stadt gehört mir. Okay. Wenn du hier Faxe machst, ich komme und hol mir deinen Arsch. Hast du das verstanden? Ja, Bro, das habe ich verstanden, sorry. Jetzt rauf zur Richtung Ausgang. Lauf Richtung Ausgang, schneller! Ich will hier gar nicht sein. Ich möchte hier gar nicht spielen. Bro, das war die cringeste Einreise, die ich seit Jahren gesehen habe. Das war wirklich höchst unangenehm. Findest du? Ja, Digga, das macht man doch nicht. Nicht in einer IC-Einreise. Als komischer, maskierter Mann mit Waffe am Flughafen auftauchen und die Leute bedrohen und denen Einlauf verpassen. Warum nicht? Ja, das passt doch nicht. Was ist das? Das ist was Neues. Das ist Müll. Wer auch immer sich das ausgedacht hat. Ich hab mir das ausgedacht. Halt deine Schnauze oder soll ich dir auch eine Kugel in den Kopf jagen? Nein, bitte nicht. Ich hab Angst. Ich stecke übrigens fest. Ne? Ich kann mich nicht bewegen. 2000 Jahre später.
Oh, danke schön. Dass ich bewege. Ja, ja. Machen wir einfach weiter. Zieh die Maske am besten wieder an. Nein, nein, das ist doch, doch, zieh sie an. Zieh sie an nein, jetzt. Zieh die Maske an und hol die Waffe raus. Na los, mach jetzt. Du hast das jetzt alles ruiniert. Ja, lass doch einfach weitermachen, komm. Nein, nein, nein. Du komm mal, du gehst einfach da hinter diese Säule und kommst dann maskiert wieder. Ey, ich sag dir eine Sache, ne? Hm? Bring mich nicht auf die Palme, sonst nehme ich dich mit in. Oh nein, bitte nicht. So, komm mit. Vielleicht mag ich das ja. Na los, Daddy, zieh mir die Maske wieder an. Ach du Scheiße. Na los, zieh sie mir an. Bitte, Daddy. Wie ist dein Name? Hamudi. Du bist Hamudi. Ich bin Hamudi. Zeig mir deinen Ausweis. Ich habe deutsche Eltern, deswegen vielleicht. Oh nein! Oh Mann! Was machst du da? Ah! Kannst du mich bitte nochmal hochheben? Bleib lockerer, Mann. Was ist los mit dir? Was soll ich machen? Was ist das überhaupt für ein Stil? Machst du Karate? Was soll das zeichnen? Ja, ein bisschen Kung Fu. Guck mal meine Augen an. Ich sehe asiatisch aus, guck meine Augen. Du siehst eher asiatisch aus, hast deutsche Eltern und heißt Hamudi. Ja, genau. Okay, kannst du mir mal deinen Ausweis geben? Hamudi Menjek. Ja, das ist korrekt. Du heißt Menjek mit Nachnamen. Ja. Das ist doch ein Witz. Nein, schauen Sie auf den Perso, das ist kein Witz, das steht da drauf. Ja, ich sehe das, aber der ist doch 100% gefälscht, Emanu. Du bist weiß, hast chinesische Augen und dein Name ist Hamudi Menjek. Ja, fragen Sie meine Mutter, da kann ich doch nichts für. Ja, dann geben Sie mir mal Ihre Nummer. 01379. Ja. 72. Ja. 34. Ja. 5-3. Ja. Yeah. 2x6. Okay. 27. Ja, Mann, wie lange geht diese Nummer noch? Ja, wollen Sie die Nummer oder nicht? Ja, weiter. 3-7. Okay. 8-4. Okay. 2-2. Ja. 1-8. Geht keiner ran. Ah, Sie haben aber lange klingeln lassen. Könnten Sie nochmal das Handy gerade rausholen? Du willst doch mir nur mein Handy klauen. Nein, ich möchte das Modell nochmal sehen. War das das Neue? Das ist neu. Hol's bitte nochmal raus. Ich muss nochmal genau. Guck mal. Okay, genug gelabert. Komm, wir gehen jetzt zusammen da durch. Es war so schön. Der band mich so safe. Oh, wo ist er hin? Hat er mich durchgelassen und ist direkt in einen No-Clip gewandert? So, danach? Naja, egal. Dann machen wir hier mal richtiges RP. Ja, wir nehmen die Treppe. Das ist schon mal was anderes. Oh Gott, ich ahne Böses. Wie? Warum? Fahrzeug wird kurz geschlossen. Ich habe das Ding doch gerade gemietet. Warum soll ich ein gemietetes Fahrzeug kurz schließen? Kann man hier eigentlich... Vielleicht ist das ja der Server, wo ich endlich mein RP machen kann. So wie ich es für richtig halte und so. Ihr Camper sieht ziemlich schlecht aus. Ja, ist so. Wo kann ich eigentlich so einen Schrotthaufen kaufen? Weiß ich doch nicht. Das ist, komm ab jetzt. Wie bitte? Wer? Warte, lass mich mitfahren. Chill mal. Mach mal auf hier. Das ist gar nicht meins, hab ich geklaut. Ach so, okay, cool. Aber meins wird auch irgendwie geklaut. Ah, dann will ich doch nicht mehr. Willst du bei mir mitfahren? Bei dir? Nee, schon gut, ey. Komm, steig ein hier. Nee. Den kann ich wenigstens abschließen. Ich rufe jetzt die Polizei. Du hast den geklaut. Mach doch. Ich rufe die. Wetten? Pass erstmal auf, dass dein R8 nicht hier geschrottet wird auf der Strecke. Ich besitze kein Audi, ich besitze nur diesen Mofa-Roller. Ach so. Ja, was reden Sie da? Hä? Sind Sie irgendwie unter Drogen? Fahren Sie unter Drogen? Der fährt definitiv unter Drogen. Der Typ ist komplett weggekifft. Sie haben sich doch einen weggekifft. Ich? Nein. Geben Sie es zu. Nein. Das bringt nichts. Scheißteil. Irgendwann wird er doch aussteigen müssen, früher oder später. Du verlierst ein bisschen Öl, kann das sein? Ja, dann fahr mal weiter mit deinem Ölverlust. Aber ich würde damit nicht mehr fahren. Nee, fahr ich auch nicht. Ich hol mir gleich mein Auto wieder, chill. Besser ist es, ist schlecht für die Umwelt. Ja, das ist mir egal. Ah, es hat ja wirklich prima funktioniert. Aber danke für die Lieferung. Er hat gesagt, danke für die Lieferung. Ah, der Hä? Wie bitte? Ja, ich muss meinen Job halt beenden. Welcher Job? Mein Auto, du bist gerade da drin. Was für ein Job? Das ist mein Auto jetzt. Ja, okay, ich wollte den eh nicht haben. Ja, besser ist. Ist jetzt meiner. Ja. Oh. Haben Sie den umgebracht? Sie haben den umgebracht. Sie haben den umgebracht! Ich rufe die Polizei. Ich muss hier wirklich ganz dringend weg. Nein, 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 nein! Folgen Sie mir, ich fahr Sie. Ich fahr Sie zu der Leiche. Die hat sich bewegt. Okay, perfekt. Hier liegt sie. Helfen Sie dem Mann bitte schnell. Es geht noch. Hier, genau vor Ihren Füßen. Helfen Sie dem Mann jetzt hoch. Ist aber keiner. Oh, oh Mann, ey. Ey. Ich wollte nur mal Probe sitzen. Also. Sehen Sie den jetzt nicht, oder? Nee, ich sehe den nicht. Ich fahr mal zum GPS, was auf der Landkarte ist. Na, der hat sich bewegt, deswegen. Der lag halt hier. Aber irgendwie... Ach so. Oh. Ich gucke einfach nochmal beim GPS nach. Ah, das ist klar. Oh, sorry. Entschuldigung. Ja, dann ihn noch ein 10. Oh, da. Entschuldigung. Ich muss den da schnell wegholen, bevor der Krankenwagen kommt. Ich muss ihn da abholen. Schnell weg. Servus. Krankenwagen kommt gleich. Gefällt Ihnen, was Sie sehen? Oh mein Gott. Aber hallo. Er lebt. Oh mein Gott.
Ey, stecken Sie die Kamera weg. Nein, nein, nein. Hallo. So was Kleines habe ich noch nie gesehen. Das muss ich aufnehmen. Ah, ich glaube, der kommt nicht mehr, der Krankenwagen. Doch, glaub mal. Da vorne ist er doch. Sehen Sie den Mann? Ja, jetzt nicht den Mann. Wunderbar. Ah, ey! Hören Sie auf! Das musste doch jetzt nicht wirklich sein, oder? Der hat zuerst geschlagen. Mensch, jetzt liegst du ein zweites Mal. Na, ich muss jetzt dringend hier weg. Haut sie rein. Entschuldigung. Kann ich Ihnen helfen? Okay, okay, nicht helfen. Alles klar. Aber er hat mich mit einer Waffe bedroht. Eigentlich ist das eine Bedrohung meines Lebens, ne? Ah, Sie können mich doch nicht mit einer Waffe bedrohen. Sie haben mein Leben bedroht. Wie bitte? Du hast mein Leben bedroht. Bist du eigentlich dumm? Idiot. Oder lebt ihr? Nee? Nee, er ist tot. Ja, ja. Du hast mich mit einer Waffe bedroht. Bist du eigentlich dumm? Ich hab dich nicht bedroht. Ich hab sie aus Versehen rausgeholt. Aus Versehen? Ach, pappelapapp. Ich höre die Ausreden schon seit 3 Jahren. Ja, die hörst du seit 3 Jahren und trotzdem kriegst du jetzt den Bann dafür. Wofür denn? Du hast mich mit einer Waffe bedroht, Junge. Du wolltest mich umschießen. Selber schuld. Anfänger. Sag der Anfänger. Kacklappen. Was soll ich machen? Ey, der hat mich mit einer Waffe bedroht, ja? Mein Leben war in Gefahr, ich musste ihn überfahren. Es gab keinen anderen Weg um ihn herum. Ich musste es tun. Ich hab's hier schwarz auf weiß. Bild auf Farbe, Farbe auf Bild und... Ihr wisst, was ich meine. 24-Hour Public Entrance. Abgeschlossen. Warte mal, der fährt zu einem Einsatz. Entschuldigung, würden Sie mich bitte mitnehmen? Nein. Ich fühle mich sehr einsam. Fahren Sie einen Einsatz an? Ja. Möchten Sie mitkommen? Ja. Also eigentlich dürften Sie nicht so mitfahren. Warum? Ja, weil ich im Einsatz bin. Ja, ich bin dabei. Ich bin Analyst tatsächlich. Analyst in der Forensik. Ja, aha. Nackter Analyst, ja. Ja, richtig, richtig. Ich habe 7 Jahre studiert. Ja, ich mache mal zum MD fahren. Sie können gerne mitkommen, wenn Sie wollen. Oh, Sie können mich auch hier... Nein. Lassen Sie mich Gucken Sie, das Kind und die Frau. Nein. Auf keinen Fall. Nee. Dieses Kind macht mir Angst. Lassen Sie mich außer Dienst gehen, kurz. Das meinen Sie. Hä, warum denn? Nein. Kann ich ein anderes Auto fahren als das hier? Darf ich das dann auch fahren? Wenn Sie nicht davon fahren, ja. Versprochen. Was ist passiert? Ich glaube, der war... Der kann noch an sein Handy gehen. Der ist gar nicht tot. Ich gebe ihm mal kurz ein Spritzchen und hol den Ruhe. Ich kann das auch machen. Ja, ja. Mit vereinten Kräften schaffen wir das. Na los. Na los, Onkel Doktor. Drücken Sie fester. Was macht er da? Wir beleben ihn wieder, sieht man doch. Wir beleben den Herrn gerade wieder. Und er untersucht seine Weichteile. Würden Sie mich mir einmal ins Gesicht gucken? Und könnten Sie mir gerade nochmal sagen, dass Sie keine plastische Chirurgie hinter sich haben? Ich habe keine plastische Chirurgie hinter mir. Hören Sie auf. Hallo, ich bin hier im Krankenhaus. Sie können das woanders machen, aber nicht im Krankenhaus. Seien Sie still. Nee, Sie. Nee. Doch. Also, was ist so speziell an diesem Fahrzeug? Nix. Ist nur schnell. Ja. Das freut mich. Hallo? Hallo. Ich würde gerne ein Skateboard kaufen. Machbar, ja. Muss ich da irgendwas beachten? Nö. Sie müssen nur den Preis bezahlen. Dann ist eins Ihnen. Ach so, ich bekomme keine Beratung oder so? Wie möchten Sie beraten werden? Sie sind der Verkäufer mit dem Penis auf der Brust, also... Das ist eine Rakete. Ja. Sieht schon aus wie ein Penis. Eine Rakete, aha. Sieht man an, was für Sachen ihr denkt. Ja, dann beraten Sie mich doch bitte mal. Also ich finde das mit dem SpongeBob natürlich vorzüglich hier. So. Was hängt denn hier an der Wand? Was haben wir denn hier für ein Modell? Das ist alles ein normales Modell. Das ist ein Standard-Skateboard. Also keine besondere Varianz oder so, einfach nur... verschiedene Designs. Also wollen Sie mir jetzt erklären, dass Sie einen Skateboardladen führen, wo Sie nur Standard-Skateboards verkaufen? Hier ist eine kleine Schraube locker, ja. Erstmal, fürchte nicht, weil ich bin hier nur Mitarbeiter. Zweitens, wir haben nur einen Typ an Skateboards. Ich hätte gerne Longboards, aber wir kriegen die nicht rein. Ja, dass Sie kein Longboard reinkriegen, das dachte ich mir auch schon, aber können Sie mir jetzt erklären, was hier an der Wand hängt? Das sind verschiedene Designs für unsere Skateboards. Was ist denn das hier für ein Design? Das kenne ich gar nicht. Das genau vor mir. Das ist im Comic-Style, mit so Comic-Panels. Okay, das ja. Das ist einfach nur eine Folierung oder halt ein Style, um das Skateboard zu dekorieren. Da ist nichts Besonderes dran. Folierung? Muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen. Ja, teilweise. Folieren Sie Skateboards? Teilweise. Meistens sind die aber aufgemalt. Okay. Wie berechnet man das so? Wie berechnet man was? Die Folierungskosten? Wie teuer ist so der laufende Meter? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich bin nur Verkäufer. Wir kriegen die angeliefert für die Beträge. Können Sie eigentlich irgendwas oder sind Sie hier wirklich nur zur Ausstellung? Ziehen Sie mal bitte kurz die Brille aus. Nein. Sie haben Angst. Wovor? Hier vor! Oh. Aua, warum schlagen Sie mich? Tut weh. Hören Sie auf zu heulen. Aua,
Hören Sie auf. Ich möchte jetzt etwas Exquisites haben. Oh, verkaufen Sie die hier auch? Es wurde angesprochen, es ist in der Planung, die zu importieren, aber leider haben wir noch keine zum Verkauf. Momentan sind das nur dekorative Ausstellungsstücke. Verkaufen Sie die Fahrräder vielleicht wenigstens? Nein, die sind auch nur dekorative Ausstellungsstücke. Verkaufen Sie diese Pflanze vielleicht? Oder ist das auch nur ein dekoratives Ausstellungsstück? Ich glaube, die ist aus Plastik. Ich habe sie noch nie gegossen. Oh Gott, ich glaube, Sie sind langsam hier das dekorative Ausstellungsstück. Sie können gar nichts. Nichts und gar nichts, ja? Bitte verlassen Sie den Laden. Arbeiten Sie vielleicht bei der Müllabfuhr. Wow. Was ist denn falsch mit Ihnen? Ey, hast du ein Handy? Besitzt dein Handy, ja. Gib mir dein Handy sofort. Nein. Gib uns dein Handy. Nein. Gib uns jetzt dein Handy. Gib uns dein Handy. Gib uns jetzt dein Handy. Alter. Oh. Handy her. Handy her. Oh, oh. Ah, das ist wirklich ein sehr schönes Long. Ah! Oh! Oh! Du sollst noch kurz deine Weichteile bearbeiten. Wer meine bearbeiten? Nehm ihn mal mit. Oh! Oh! Na, lassen Sie mich los. Hallo. Disco. Lassen Sie mich bitte los. Brauchst du eine Waffe? Ja, bitte, gib mir eine Waffe. Aber lass mich los. Nope. Oh, das ist ganz schlecht. Das ist aber ganz, ganz schlecht. Nope. Oh, das ist ja noch viel schlechter. Oh, nein. Ich muss hier dringend weg. Nein, nicht mit dir. Oh mein Gott. Oh, nein. Was machen Sie hier? Oh, ich habe die Kontrolle über mein Fahrzeug verloren. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Ich wollte doch nur ein Handy haben, bitte. Hallo? Gute Frau, man kann Sie nicht hören, falls Sie was sagen. Weißt du was? Ja, ich wollte nach Ihrer Nummer fragen. Sie hat einen Mann, tut mir leid. Und wer ist der Mann? Doch nicht du. Das bin ich. Glaube nicht das. Also so eine Frau von diesem Kaliber mit so einem Waschlappen. Bist du sicher, dass du das wiederholen willst? Eine Frau von diesem Kaliber mit so einem Waschlappen? War Spaß, sorry. War Spaß. Digga, chill. Oh. Das war Spaß, Brudi. Das war Spaß. Ey. Ich möchte jetzt gehen, ja? Okay. Oh, okay. Hä? Was? Der ist gestolpert, hä? Ist der gestolpert? Hat er auf mich geaimt und ist dann gestolpert? Was war das denn? Sehr schön, sehr schön. Hä? Oha! Ah, ein Elektroschocker. Wunderbar. Da muss ich jetzt nur noch zu Fuß zum Würfelpark laufen. Entschuldigen Sie bitte, Sir. Hallo? Kann man helfen? Könnte ich Ihr Fahrzeug haben, bitte? Nein, aber ich kann Sie mitnehmen. What the fuck? Verdammt, man kann keine Leute tasern. Hilfe, der Mann hat eine Pistole. Können Sie den bitte festnehmen? Der hat eine Pistole dabei. Der wollte mich gerade bedrohen, kidnappen. Der wollte mich gerade tasern durch. Der wollte mich kidnappen, der hat eine Waffe. Bitte helfen Sie mir. Ja, natürlich habe ich eine Waffe. Haben Sie einen Taser im Block? Ich? Wieso soll ich einen Taser haben? Nein. Der hat eine Pistole dabei, der wollte mich gerade kidnappen. Der hat aus dem Auto geschossen. Der wollte mich durch die Scheibe tasern, aber ja. Wie soll ich das überhaupt haben? Fahren Sie mal rechts ran und wir steigen aus dem Reh. Bitte helfen Sie mir, bitte. Kann ich direkt eine Anzeige mitschreiben oder? Bitte. Na, gehen Sie weg! Gehen Sie weg! Ich möchte nicht als Geisel genommen werden, bitte. Ich möchte nicht, dass du mein Fahrzeug klaust. Ich möchte nicht als Geisel genommen werden. Ja, also ich bin gerade zu Fuß hier rüber gelaufen. Ich kam von dieser Straße dort, hier auf diese Kreuzung. Und dann zieht der einfach aus dem Auto eine Waffe und sagt, ja, einsteigen. Also guck mal, ich fahre über die Kreuzung. Der Typ rennt mitten in der Straße rum, gell? Ohne Auto, ohne nix, ne? Ich dachte, ich bin hilfsbereit. Ich sag, ey, kann ich dir helfen, oder? Fahren Sie. Schnell, weit weg. Bitte weit weg. Bitte nicht wieder zurück. Ja, was hast du angestellt? Ich hab einen Taser dabei. Jetzt fahr bitte schnell weg. Es ist ganz schlecht, wenn du einen Taser dabei hast. Ich hab auch noch einen Feuerlöscher, wenn du den haben willst. Hast du auch noch? Ja, jetzt fahr schnell weg. Ich fahr nicht, ist ein Rechtslenker. Ja, nee, hier, Fahrer, bitte, fahr. Warum fährt er nicht? Warum macht er jetzt so einen? Oh nein, nicht erst schon wieder. Komm, steig aus, du Lappen, Lauch. So, Sie sind hiermit festgenommen. Hör auf, mich zu tasern oder ich schieß auf dich. Sie sind festgenommen. Ja, okay, zeigen Sie mir einen Ausweis. Festgenommen. Ich bin Zivilpolizist. Ja, ich bin illegales Tuning. Festgenommen. Verstärkung bitte an den Würfelpark. Ziehen wir hier, Würfelpark. Ey, das ist illegales Tuning, was der macht. Der macht illegales Autotuning. Freundchen, so nicht. Junge, was haben Sie denn den Taser her? Den habe ich gefunden. Na, nicht stiften gehen. Junge, hallo. Ich schwöre bei Gott, ich habe einmal Schusskoll gegeben, der Glück, dass ich den nicht abgeknallt habe, wirklich. Das ist gar nicht gut. Scheiße, Torgolino. Bin ich gerade ganz spontan drauf gekommen, ohne TikTok-Hilfe. Stand da nicht keine Einreise oder so? Wurde ich hier schon wieder abgezogen vielleicht? Oder nee, da stand sofortige Einreise. Ach du Scheiße. Ich glaube, ich muss mal ein bisschen Support rufen. Add everyone. Joint alle Dortmund. Warte, wie heißt der Server? Dortmund City. City und macht die Einreise zur ADHS-Partyinsel. Hier wird man nämlich beschissen. Keine Einreise und dann doch. Spawnt bitte Autos. Danke.
Cisco. Wenn sie denn auch noch gegen die Leitplatte gefahren, Cisco, oder wie sieht das Cisco, aus? Cisco, 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 Cisco. Der Hamin. Abonnieren Sie Cisco. Cisco, Cisco. Ja. Chimieröl. Oh. Oh ja, oh ja, abonnieren Sie Cisco. Oh, geile Musik. Geile Musik. Hallo, komm mal hier einreisen. Einreisen, Leute. 2000 Jahre später. So, dürfen wir jetzt einreisen? Okay, könnten Sie mir dann einmal bitte den Personalausweis geben? Nee. Doch. Nein. Doch. Ich würde Sie bitten, einmal den Personalausweis zu ändern. Ja, ich hab's geändert. Also, ich will nicht sagen, aber das Teamname würde ich Sie bitten, bald mal zu ändern, sonst wird das nicht. Weil Sie haben das schon sehr oft benutzt. Wie bitte? Sie können mich auch einfach einreisen, dann haben wir keine Probleme mehr. Nee, alles gut. Ja, hallo, kann ich auch einreisen, bitte? Ja, wir würden gerne zusammen einreisen, wenn das geht. Nee, kann auch sein lassen, ne? Warten Sie kurz, ich muss einmal gucken, Sie haben da was im Gesicht. Oh. Oh. Ich wünsche Ihnen noch viel Spaß, wa? Oh, die haben alle weggebannt. Ach so, hi. Ich weiß, ich sollte jetzt nicht nerven oder so, aber ne, ich wollte nur noch mal kurz daran erinnern, oben in der Videobeschreibung, da ist ein Link und so, ne, da könnt ihr draufklicken und mich unterstützen und viel Spaß haben. Dankeschön, tschüss.